Abraham, Sarah und Hagar, Teil 4 der Geschichte Abrahams. Das ist Abraham. Er lebte vor etwa 4000 Jahren und ist dafür bekannt, dass er Gott vertraute. Abraham lebte seit einiger Zeit im Land Kanaan. Er war schon sehr alt und hatte noch keine Kinder. Da kam seine Frau Sarah zu ihm und sagte: Ich kann keine Kinder mehr bekommen, weil ich schon viel zu alt dafür bin. Wenn wir aber keine Nachkommen haben, wird irgendeiner deiner Diener deinen ganzen Besitz erben. Sarah hatte eine Idee. Damals war es normal, Dienerinnen zu haben. So hatte auch Sarah eine solche Dienerin, die für sie arbeitete. So schlug sie Abraham vor: Zeuge doch einen Nachkommen mit meiner Dienerin Hagar. Das ist in diesem Land erlaubt und wir könnten das Kind dann als unseres aufziehen. Abraham ließ sich auf Sarahs Vorschlag ein und schlief mit Hagar. Etwas später war sie schwanger. Bald wurde Hagar hochnäsig. Sie verhielt sich Sarah gegenüber so, als wäre sie etwas Besseres. Sarah ging zu Abraham und erzählte ihm davon. Der meinte: Hagar ist deine Dienerin, du kannst mit ihr machen, was du willst. Ab da behandelte Sarah Hagar so schlecht, dass sie weglief. Sie war gerade an einer Quelle in der Wüste, da kam ein Engel, ein Bote Gottes, zu ihr. Was machst du hier, Hagar? Ich bin weggelaufen, weil Sarah mich so schlecht behandelt hat. Er ermutigte sie: Geh zurück zu Sarah. Du wirst einen Sohn bekommen, den du Ismael nennen sollst. Er wird ein Kämpfer sein. Hagar war beeindruckt, dass Gott sogar sie ernst nahm und ging zu Sarah und Abraham zurück. Bald darauf kam Ismael zur Welt.